Warte mal, machen wir das hier? Nein, hier. Und gehen zu Erde. Ein Dorf Erde zu nennen, ne? Das ist auch schon komisch. Aber gut, über Geschmäcker lässt sich ja schlecht streiten. Da will ich mich nicht einmischen. Hier, das nehme ich aber jetzt zu Fuß. Da braucht man ja nicht unbedingt Plötze. Außerdem kann ich mich so jetzt wieder ein bisschen aufwärmen. Wer weiß, was mir noch bevorsteht. Ist ja jetzt quasi eine graue Zeit her, seit der letzten Aufnahme. Außerdem ist es spät am Abend. Meine Reaktionen sind auf dem Tiefpunkt angelangt. Wie willst du sterben? Wie deine Mutter! Oh. Der Koch. Der Koch ist schon. Schneller, verfick doch mal! Whee. Ah, das macht so richtig Spaß. Ja! Hallöchen! So, der eine ist schon mal tot. Und der auch. Du wirst es nie lernen. So. Ja. Nochmal kleiner Sting. Boom, boom. Oh. Es tut mir leid, das mag jetzt vielleicht wie eine Feiglingstaktik aussehen, aber das ist mein Kampfstil hier. Ich habe auch schon ein Let's Play gesehen, wo komplett auf Angriff gegangen wurde. Da bin ich kein Freund von. Ich will so ein bisschen meine Möglichkeiten. Ich meine, man ist ja nicht umsonst Hexer geworden. Warum hat man denn dann die blöden Zauber? Boom! So. Warte mal, nehmen wir Axi. Wir machen dann mal. Okay, das hat nicht gefunden. Schubdidu. Weißt du was, mein Freund? Hinterrücks angreifen! Bam! Bam! Hep. Ja, das sollte man vielleicht ein bisschen überdenken. Er steht am Feuer, wartet auf Gespenster. Doch, da kommt der Geralt. Und hackt ihn in zwei. Fete. Ja. Stiefelschema unübersetzt. Noch ein ophirisches Schema. Ist nur nutzlos, wenn man kein Ophiri kann. Ophiri. Ophiri. So. Das ist schön, dass wir diese ganzen überlegenen Öle finden, die ich überhaupt nicht benutzen kann, weil ich die davor nicht habe. Das ist, ich will nicht sagen, es ist Kacke, aber es ist Kacke. Es ärgert mich so ein bisschen. Ich kann immer was herstellen, was ich will, aber der Rest, der bleibt mir verwehrt. Guckt euch das mal an, bitte, hier. Schimmel, hast du nicht gesehen. Büffelgras, ja gut, Büffelgras, das könnten wir nochmal kaufen. Rubedo, wo kriegen wir denn Rubedo her? Vom Schmied? Ich schwer zum Elch hier. Ich werd hier noch original zum Elch. Naja, ist ja auch wurscht. Wir müssen im Übrigen noch so einen Ophiri-Typen finden. Von Everick anwesend. Jetzt kann ich mal sehen, woher er kommt. Jetzt kann ich mir seine schicke Bude mal ansehen, bevor er ja quasi rausgeschmissen worden ist. Ja, ich muss sagen, das Ding hier gefällt mir schon mal sehr gut. Ein Haus am Fluss ist immer schön. Gut, jetzt nicht unbedingt bei Starkregen, aber ach, ich war hier schon mal, ne? War hier nicht die Familiengruft?
Ich meine, hier war doch die Familie. Das sieht aber sehr heruntergekommen aus. Aber gut, der Typ, der lebt ja scheinbar auch schon Äonen. Alles dank dem lieben Kaufmann. Aber dann sind wir erlöst. Danach kann er uns nichts mehr anhaben. Dann haben wir unsere Pflicht getan. Hier ist alles zugewurzelt. Hey, kannst du mich hören? Kendrick! Kendrick! Bist du da? Nicht so laut. Götter, hast du mich erschreckt? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitene, was mache ich hier bloß? Okay, jetzt müssen wir Geisterjäger spielen. Auch gut. Gute Frage, was machst du hier? Wer ist Kendrick? Kendrick? Wer ist denn das? Wir sind Partner. Wir steigen in verlassene Häuser ein. Irgendwas finden wir immer. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber... Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Schickes Anwesen, wirklich. Durchsuche das Gelände des von Everick-Anwesens mit Hilfe deiner Hexe. Wie soll ich bei dem Nebel eine Rose finden? Okay. Was war das bitte? Das klang, als würde er so eine Axt mit sich rumschleifen. Oder es. Frischer Dung. Naja, Geisterstunde. Auch gut. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Recht abgenutzt, viel benutzt. Frage mich von wem. Ja. Ich mich auch, Geralt. Ich mich auch. Hm. Jemand kümmert sich hier um alles. Szenen einer Ehe. Okay. Hier muss der Dieb wahrscheinlich reingekommen sein. Da unten sind noch Sachen. Die würde ich ganz gerne vorher untersuchen. Vielleicht finden wir so ein paar Hinweise darauf, wer sich hier darum kümmert. Bienenstöcke, gepflegt, aber in Winterruhe. Hm. Kann es vielleicht nicht sein, dass dieser Nebel einfach nur abschrecken soll? Jemand kümmert sich um die Beete. Lila Rosen sehe ich aber keine. Hm. Das Holz ist komplett verrottet. Keine lila Rose. Vielleicht irgendwo hinten. Szenen einer Ehe. Wo soll ich hier eine Rose finden? Schalalalala. Road, 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 Road sind die Rosen. Oh oh. Zisch ab, Mieze. Hier ist es. Was ist das? Gräbt da jemand? Oh oh, schwarze Katze. Oh, shit. Ein Dietrich. Muss dem anderen Dieb gehört haben. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens.
Ich habe Angst, liebe Freunde. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich ahne, was jetzt kommt. Hier auch wieder. Der wird wahrscheinlich lebendig begraben oder ist schon tot. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey, hörst du mich? Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du? Habt ihr die Tacker gesehen? Am Fuß? Verdammt. Was ist das bitte? Ah, ja natürlich, das hat ja voll nicht geklappt. Oh, ich dachte schon. Ich wollte schon gerade sagen, ey, das hat ja super. Okay, da hat er mich erwischt. Okay, der Typ hat was drauf. Und ich mache mir auch noch nicht mal einen Kratzer. Oder der heilt sich mit jedem Schlag, den er mir zufügt. Der heilt sich mit jedem Schlag. Ich hasse sowas. Wir müssen ihm einfach mehr Schaden machen als er uns. So. Wow! Wow! Ich will nicht sagen, aber das sieht gut aus. Natürlich, jetzt ruft er noch Eds. Und pass auf, jetzt heilt er sich auch noch für jedes etwas, den er erreicht. Aubanan! Was ist das für eine Fähigkeit? Ich verstehe diese Fähigkeit nicht. Vielleicht bin ich zu blöd. Okay. Mein Freund! Habe ich ihm nur einen mitgegeben. Danach habe ich nur einen getreten. Ah. Oh, mein Freund, ich heil mich auch, wenn ich dir Schaden mache. Hep. Oh, Bananen, das war aber ein heftiger Hit. Was zum Teufel bist du, Mann? Ja, ich wollte eigentlich diese Phase wollte ich vermeiden. Ach so, jetzt verstehe ich.
Der heilt sich nicht mit den Geistern, der haut die und heilt sich dadurch. Man muss diese Fähigkeit doch nur mal ein bisschen verstehen. Aber der hat sich mir für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr geheilt. Aber ich bin gerade echt scheiße. Junge! Kämpf! Ernsthaft?